Hey liebe YouTube-Freunde, willkommen zu German Warface. Ja, ihr im Hintergrund seht ihr ein kleines Gameplay, was ich erspielt habe. Darum geht es aber jetzt nicht hauptsächlich, sondern es geht eher darum, was jetzt die nächste Zeit passieren wird, weil Warface jetzt wieder zum Aufnehmen Spaß macht und weil ich die Zeit dazu habe. Und zwar geht es zum einen um Livestreams. Ja, es ist euch aufgefallen, dass ich in der letzten Zeit wieder sehr viele Livestreams gemacht habe, mal zwischendurch, mal so, mal so. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, jeden Sonntag, wenn die Zeit es zulässt, einen Livestream zu machen. Mit verschiedenen Leuten. Und auch mit mehr Motivation. Vielleicht kommen auch zwischendurch mal random Livestreams. Ich werde mal gucken, aber es wird definitiv am Sonntag ein paar Livestreams kommen, weil es einige schon gut gefallen, dass Livestreams da sind. Man kann auch mit der Community viel besser arbeiten und man hat auch endlich mehr Kontakt zu seinen Abonnenten, sage ich jetzt mal. Oder zu seinen Zuschauern an sich. Man muss also sich nicht nur an diese eine Person klammern, etc. Dann kam auch öfters mal die Frage, möchtest du mal oder kannst du mal mit Facecam machen? Habe ich mir überlegt. Momentan ist die Überlegung eher dagegen. Es liegt nicht an euch oder so. Ich habe nur momentan nicht die Motivation, beziehungsweise möchte ich noch nicht mich selbst so präsentieren. Aber das wird noch kommen, definitiv. Das habe ich mir auch vorgenommen. Und auch mal so im Livestream oder so, aber ich werde definitiv mal mit Facecam mich zeigen und dann könnt ihr auch mal mich bei Facecam sehen, aber ich denke erstmal ein bisschen später, dafür ist nicht die Zeit. Dann zukünftige Videos, also ich werde versuchen zukünftig wirklich jeden Tag ein Video hochzuladen, wenn mal kein Video kommt, kommt dann Livestream, also um ein bisschen Ausgleich zu haben, weil der Livestream könnt ihr dann gucken der Livestream kommt dann auch auf YouTube, das heißt ihr könnt ihn auch auf YouTube dann gucken, komplett, also euch bleibt nichts erspart, definitiv. Also die Livestreams seht ihr dann auch auf könnt ihr dann auf YouTube nachher sehen, wenn ihr nicht dabei gewesen seid. Also ist gar kein Problem. Wie gesagt, zukünftig Videos jeden Tag ein Video. Und am Wochenende kommt dann halt am Sonntag der Livestream. Vielleicht auch Samstag einer, je nachdem wie die Zeit bleibt. Aber definitiv ein Livestream am Sonntag. Und sonst die ganze Woche normal jeden Tag ein Video. Und vielleicht, aber auch nur vielleicht, kommt mal ein Video mit dem lieben Swiss. Den kennt sicherlich sehr viele hier. Sehr, sehr viele. Und ja, ich habe momentan ein bisschen Kontakt zu ihm. Nicht, dass jetzt jeder denkt, oh mein Gott, du hast Kontakt zu Swiss. Du bist ja ein richtiger Faggot. Wie hast du das gemacht? Ist egal. Zufall. Alles Zufall, wie er dann so will. Und wir haben uns auch vorgenommen, ein Video zu machen zusammen. Wir wissen nur noch nicht was. Aber mir ist eingefallen, was wir mal machen könnten zusammen. Und ja, freue ich mich eigentlich voll drauf. Ja, zu meinem Channel an sich. Die Channel-Gestaltung wird sich jetzt bald auch wieder ändern. Das heißt, das Aussehen des Channels wird sich ein bisschen verändern. Das heißt, ihr werdet das Banner oben wird eine Veränderung haben und das Titelbild oder beziehungsweise das Thumbnail, nicht das Thumbnail, sondern das Titelbild und das Profilbild, nenne ich das jetzt mal, wird sich dann wieder verändern, weil es ist ja schon längere Zeit so geblieben. Und wenn ich jetzt jemanden im Video haben sollte von euch, überhaupt jemand ein Video habe, werde ich die Kanäle-Links unten in die Videobeschreibung packen, so wie mein Kanal-Link. Und ich werde versuchen, bevor ich Livestream einen Tag vorher wenigstens eine Ankündigung mache, um wie viel Uhr es losgeht, weil es gibt einige Leute, die können halt nicht. Ich werde dann so eine Ankündigung machen. Natürlich wird es sich nicht nur um eine Ankündigung handeln, sondern auch um Gameplay, klar doch. Aber ich werde dann eine Ankündigung euch reinsetzen, dass ihr auch dann wisst, wann der Livestream losgeht. Aber ich kann euch definitiv mal eine ungefähre Uhrzeit sagen. Sonntag 16 Uhr ist so ungefähr. Standard wird das werden. Und halt in der Woche mal zwischendurch random. Und ja, das wäre so alles. Und es gab schon mal die Frage, ein Tipps-Tricks-Video. Ich überlege mir mal mit dem lieben Swiss zu schreiben, ob der mir vielleicht mitmachen möchte, ein paar Tipps, ein paar Tricks zu geben, wie man Warface spielt etc. Weil es gibt einige, die neu sind und gerne das wissen möchten. Und ich denke mal, das kommt gut an, denke ich mal. Weil es gibt ja wirklich Leute, die können es halt noch nicht so gut kennen. Warface ist halt noch nicht so gut und die können halt was lernen. Aim und Skill ist eine Sache, aber halt die ganzen Tricks zu kennen. Da gibt es viele, die haben halt Skill, wirklich viele. Zum Beispiel, wen haben wir da? Ich gebe jetzt mal ein gutes Beispiel. Snerus, ich kenne den Namen immer noch nicht. Früher Raindrops oder Brokeown. Oder wen haben wir denn noch? Brutal, Domskiller, Botox, Fake ist auch richtig gut. Von Russendeutsche habe ich auch schon mal gegen jemanden gespielt, der richtig heftig ist. Wie hieß der? Fällt mir der Name gerade nicht ein. Hat einen 1,8er KD, richtig heftiger Typ.
Und ja, es ist halt richtig geil. Sag ich, wie es ist. Das sind gute Spieler und die könnten natürlich auch viel beibringen. So, also die können es halt. Die können das Spiel schon in- und auswendig, sag ich jetzt mal. Und das sind halt Sachen, die man euch vielleicht ein bisschen beibringen könnte, wenn ihr jetzt eine 08er habt und das Spiel einfach nicht gebacken kriegt, dass ihr halt beim Tipps und Tricks halt ein bisschen was lernt. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, sonst so eigentlich nichts weiteres zu sagen bei dem Infovideo. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen hoch da. Und freut euch auf das nächste Video. Ich denke mal, das nächste ist eine Waffenreview oder wirklich schon das Tipps-Tricks-Video, je nachdem, wie schnell das alles so wird. Und oder es wird direkt wieder ein Livestream kommen. Keine Ahnung, wir werden uns definitiv weitersehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem restlichen Gameplay. Auf Wiedersehen. Ciao. Gute Arbeit, Team. Mission abgeschlossen.